Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Aurora Sternenmagie. Heute möchte ich gemeinsam mit euch einmal die geistige Welt befragen, wie es eurem Wunschpartner, eurer Wunschpartnerin im Moment so geht. Vielleicht hat er sich zurückgezogen, vielleicht habt ihr euch getrennt oder gestritten. Und wir wollen jetzt sehen, wie fühlt er sich dabei? Vermisst er euch? Geht es ihm gut dabei? Geht es ihm schlecht dabei? Da wollen wir gemeinsam einmal reinschauen. Und falls ihr als Mann zuschaut, dreht es euch einfach um. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Als allererstes möchte ich in seine unterbewusste Ebene schauen. Das heißt, etwas, was in ihm schlummert, was ihm aber noch nicht klar geworden ist. Da schauen wir mal rein. Wie sind seine unterbewussten Gefühle? Wie geht es ihm ohne dich? Ich hätte gerne drei Karten dazu. Eine noch bitte. Bin ich gespannt, was ich euch erzählen darf. Bitte denkt immer dran, dass es sich hierbei um die Kollektivenergien handelt. Das sind die im Moment stärksten Energien. Es ist sehr gut möglich, dass ihr damit in Resonanz geht. Ist aber auch möglich, dass es zu eurer Lebenssituation im Moment überhaupt nicht passt. Ich hätte gerne noch eine Karte für seine unterbewussten Gefühle. Was darf ich meinen lieben Zuschauern erzählen? Das sind zu viele. Eine Karte noch bitte. Wie geht es eurem Herzensmensch ohne euch im Moment? Noch eine Karte bitte. Na, darf ich heute nichts? Doch. Dann schauen wir mal rein. So, unterbewusst sehen wir auf jeden Fall schon einmal, dass er sich nach Harmonie sehnt, dass er sehr, sehr gerne ein neues Kapitel mit euch beginnen würde, also einen neuen Anfang, eine neue Seite in eurer Liebesgeschichte aufschlagen und angehen. Und die Lampe zeigt mir, dass er unterbewusst nach Möglichkeiten sucht, dies anzugehen, nach Ideen sucht, um in die Harmonie mit euch zu kommen, denn hier liegt das Klavier. Das zeigt mir an, dass er sehr harmoniebedürftig im Moment ist, dass es ihm tief in seiner Seele gar nicht gut geht, er sich nicht wohlfühlt und sich nach einer harmonischen Beziehung mit euch sehnt. Und jetzt möchte ich weiterschauen, was ist ihm denn bewusst, welche Gedanken gehen ihm denn ganz bewusst durch den Kopf, wenn er an euch denkt. Was darf ich da erzählen? Also heute habe ich irgendwie einen Knoten in den Fingern. Welche Gedanken gehen ihm durch den Kopf, wenn er an euch denkt? Was ist da oben so los? Was rattert da in seinem Kopf? Zwei Karten hätte ich gerne noch dazu, was in seinem Kopf vor sich geht, wie er über euch denkt, wie er über das denkt, was passiert ist. Bereut er es oder fühlt er sich wohl? Eine Karte bitte noch. Dann geht es auch schon weiter. Eine Karte noch. Gut, da wollten zwei raus. Wenn die zwei raus wollen, dann nehmen wir sie natürlich auch.
In seinem Kopf seid definitiv ihr. Also in seinen Gedanken seid ihr sehr präsent. Daneben habe ich noch die Heilerin, die Priesterin liegen, das mir zeigt, dass er durchaus mit dem Gedanken spielt oder der Gedanke sehr, sehr, sehr stark in seinem Kopf unterwegs ist, wie er es schafft, mit euch wieder ins Reine zu kommen, wieder in die Heilung zu kommen. Ihm ist durchaus bewusst, dass das mit euch keine Larifari-Sache ist, denn die Engel sind gefallen. Ihm ist bewusst, dass diese Verbindung etwas sehr, sehr Starkes ist. Und der Priester zeigt mir an, dass er aber unglaublich verkopft ist. Er denkt und denkt und denkt, denkt sich um Kopf und Kragen, wie das mit euch weitergehen könnte, was er tun kann, was ihr gemeinsam tun könnt, um diese Harmonie, die er in seinem Unterbewusstsein schreit, dass er sie endlich erhört, und die Priesterin, die Heilung, dass er tatsächlich mit euch wieder in ein gutes Verhältnis, in ein harmonisches Verhältnis kommen möchte. Und dazu macht er sich sehr, sehr viele Gedanken. Aber wir haben die Engelsflügel hier liegen, was mir auch zeigt, die geistige Welt versucht ihn da auch zu triggern, ist auf eurer Seite. Und jetzt möchte ich mal gerne in sein Herz reinschauen. Was fühlt er denn im Moment? Was ist in seinem Herz so los? Was darf ich erzählen? Da hätte ich auch gerne bitte 3 Karten zu seiner Herzebene. Was fühlt er, wenn er an euch denkt? Wow. Die wollte definitiv raus. Und noch 2 Karten. Die auch. Jetzt noch eine und dann können wir sehen, was denn in seinem Herz für euch so los ist. Auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass die Engelsflügel für euch gefallen sind, was ja anzeigt, dass die geistige Welt eure Verbindung schon sehr positiv gegenübersteht und auch eine tiefe, tiefe Verbindung zwischen euch herrscht. Eine Karte noch bitte, was in seinem Herz. Die möchte. Dann schauen wir mal rein. Also sein Herz ist im Moment blockiert. Er empfindet die Situation mit euch als sehr, sehr belastend. Die Trennung, den Rückzug, den Streit, den ihr eventuell gehabt habt, der lastet unglaublich auf seinem Herzen. Und sein Herz weiß auch, dass es Zeit ist, diese Situation zu verändern. Also er fühlt sich im Moment überhaupt nicht wohl. Das kann ich euch schon mal ganz klar sagen. Er ist traurig mit dem, was geschehen ist, aber im Moment ist er noch blockiert. Er kann nicht direkt auf euch zugehen, er kämpft noch mit der Belastung, mit dem Schmerz, den er sein Herz verspürt, wenn er an euch denkt. Und ja, in der Gedankenebene ist er ja schon dabei, sich zu überlegen, wie kann er mit euch wieder ins Reine kommen, wie kann das zwischen euch wieder harmonisch werden. Jetzt möchte ich aber noch eine Klärungskarte zum Berg, bitte, zu den Blockaden, die er hat. Eine Klärungskarte zu den Blockaden, bitte. Schauen wir mal, was da so dahinter steckt. Was darf ich als Klärungskarte? Dankeschön. Dann hätte ich gerne noch eine Klärungskarte zu der Belastung, zum Kreuz. Also ihm geht es auf jeden Fall nicht gut. Das ist ganz, ganz klar. Er
Das Kreuz bedeutet ja auch immer ein Kreuz tragen, sich nicht wohlfühlen, belastet sein, traurig sein. Hätte gerne, jawohl, gut. Dann schauen wir mal rein. Ja, er ist blockiert. Und zwar ist der Hirsch gefallen. Der Hirsch zeigt mir immer an, der Hirsch symbolisiert so, ja, ein Platzhirsch, jemand, der sein Revier markieren möchte, der unglaublich eifersüchtig ist. Jetzt weiß ich nicht, es ist möglich, dass ihr eifersüchtig wart oder seid und er deswegen in den Rückzug gegangen ist. Vielleicht ist er noch in einer Partnerschaft, vielleicht habt ihr euch verliebt und er ist aber noch nicht frei für euch und ihr seid unglaublich eifersüchtig auf seine Noch-Partnerin. Das sehe ich so, weil über dem Berg ja noch die Heilerin ist. Also er würde sich wünschen, dass diese Eifersucht, diese Streitereien aus Eifersucht zu Ende gehen. Ja, und die Belastung in seinem Herzen, ihr seid gefallen. Also ihr seid zweimal gefallen, ihr seid oben gefallen, in der Mitte liegt die Belastung und ihr seid wieder gefallen. Also es geht ihm gar nicht gut, wenn er an euch denkt. Das kann ich euch definitiv sagen. Natürlich ist es auch möglich, dass er blockiert ist, weil er auf jemanden eifersüchtig ist. Vielleicht seid ihr noch in einer Beziehung. Aber auf jeden Fall in dieser Trennung oder in diesem Rückzug spielt Eifersucht eine sehr große Rolle. Jetzt ist der Turm gefallen. Der Turm zeigt mir eben den Stillstand von euch beiden an. Zeigt mir aber auch an, dass er, der Leuchtturm ist immer nicht nur ein Stillstand, ein Rückzug, sondern der Leuchtturm symbolisiert auch immer, dass man im Leuchtturm mal die Treppe vielleicht nach oben geht, auf die Plattform und von oben die ganze Sache mal nüchtern, neutral betrachtet. Was kann man machen, was kann man ändern? Und in seiner geistigen Ebene, also in seinen Gedanken, überlegt er ja schon, wie er die Situation verändern kann, was er tun kann. Und in seinem Unterbewusstsein ist der Wunsch nach Harmonie mit euch. Also darf ich euch erzählen, dass da ganz sicher nicht Hopfen und Malz verloren ist und er jetzt hier am Wochenende Party gemacht hat ohne euch, sondern es geht ihm nicht gut. Jetzt würde ich gerne noch sehen, was sind denn seine nächsten Schritte? Was plant er so? Möchte er wieder auf euch zukommen? Bleibt er erstmal in seinem Schneckenhaus? Was darf ich euch da noch erzählen? Was plant euer Wunschpartner in Bezug auf euch? Was möchte er für Schritte, für nächste Schritte tun? Und eine noch bitte. Nein, kein Stapel. Eine Karte noch. Was gedenkt er in eure Richtung anzugehen? Jawohl, danke schön. Gut, also ich darf euch sagen, in der nächsten kürzeren Zeit wird er nicht auf euch zukommen. Er ist noch sehr zurückhaltend, sehr in seinem Schneckenhaus verkrochen. Sein Gedanke ist erstmal, der Tee ist gefallen, abwarten, Tee trinken. Er fühlt sich euch gegenüber aber sehr loyal, treu, der Hund ist gefallen, das ist, bedeutet Loyalität, Freundschaft, ja, er freut sich, wenn er an euch denkt, aber er ist im Moment noch nicht bereit, auf euch zuzukommen, also er ist noch
mit seinem Kopfkino beschäftigt. Er ist noch damit beschäftigt, welche Lösungen könnte es für euch geben. Und auch mit dieser Eifersucht, die da im Raum ist, entweder von ihm oder von euch ausgehend. Also da wird er, kann ich euch leider sagen, in den nächsten Tagen nicht auf euch zukommen. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was könnt ihr denn machen oder was solltet ihr machen, um diese Situation vielleicht, oder was, ja, was könnt ihr, um diese Situation zu entspannen oder ja, den ersten Schritt zu tun. Da schauen wir jetzt mal rein, was dürfen meine lieben Zuschauer in seine Richtung unternehmen oder was sollen sie sogar unternehmen. Da hätte ich auch gern drei Karten. Aber er hat sich tief in sein Schneckenhaus zurück. Er ist extremst belastet, er ist extremst traurig. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr ihm vielleicht die Hand reichen solltet und ihm ja vielleicht sogar Lösungen aufzeigen oder ihr wisst von wem. Ja. Gottes sind mir das. Ja gut, nehmen wir sie. Wenn so viele rausholen, dann. Ja, die wollten alle definitiv raus. Gut, was ihr tun könnt, ist Klartext reden, die Masken fallen lassen, Klartext sprechen, was ihr möchtet, was ihr fühlt, was ihr denkt, die Lösungen, die ihr im Kopf habt. Wir haben die Masken, das bedeutet eben die Masken fallen lassen, sich öffnen, sich nicht mehr zu verstecken. Wir haben die Brücke zwischen den Masken und dem Nest, was darauf hinweist, es soll eine Brücke geschlagen werden zu euren Gefühlen und zu dem, was ihr euch wünscht. Ich sehe, wenn das Nest bei euch fällt, dass ihr euch schon wünscht, mit diesem Menschen etwas aufzubauen, den nächsten Schritt zu gehen. Und das solltet ihr klar kommunizieren. Wir haben hier den Salon, der noch gefallen ist. Das heißt, ihr solltet ihn um ein Treffen bitten, um eine Aussprache bitten. Und wir haben das Portal, was bedeutet, dass dieses Treffen eine neue Türe öffnet. Also es ist sehr, sehr gut möglich, wenn ihr euch öffnet, ihm gegenüber oder ihr gegenüber, dass ihr die Türe öffnet zu einer Versöhnung, zu einem Wiederzusammenkommen. Und dazu ist es aber nötig, die Masken fallen zu lassen und offen und ehrlich über eure Gefühle und eure Verletztheit, eure Wünsche zu sprechen. Vielleicht wart ihr in dieser Beziehung noch etwas schüchtern, weil ihr euch nicht ganz klar wart, wie geht es ihm ohne mich, ohne mich, ohne mir, ohne mich. Und hattet vielleicht auch Angst, vielleicht rufe ich da an und er legt auf oder er sagt, was willst du, ich will von dir nichts mehr wissen oder in die Richtung, aber die geistige Welt sagt, nehmt die Masken ab, traut euch, trefft euch mit ihm und ja, eine neue Tür wird sich öffnen. Wir haben hier oben ja auch die Engelsflügel, was auch bedeutet, dass ihr behütet seid. Jetzt möchte ich noch reinschauen, was sollt ihr nicht tun in seine Richtung. Was wäre nicht gut? Welche Reaktion, welche Aktion solltet ihr in seine Richtung nicht unternehmen? Da hätte ich bitte gerne auch noch drei Karten. Drei Karten noch bitte. Was meine lieben Zuschauer nicht in Richtung Herzensmensch unternehmen sollen. Eine noch bitte.
Aber es ist doch schon mal, es sind doch schon mal sehr, sehr schöne Energien, wenn man tatsächlich sieht, ohne euch geht es ihnen nicht gut. So, was ihr nicht tun sollt, ist, eben wir haben die Mäuse hier liegen und ihr sollt auf gar keinen Fall hinter dem Berg halten mit euren Träumen, euren Wünschen und euren Zielen. Das ergänzt sich sehr gut mit dem, was oben ist. Die Mäuse, die nagen ja immer etwas an, zeigt einen Mangel auf. Oder die Mäuse fressen etwas auf. Man kennt es ja von, vielleicht hattet ihr schon mal eine im Haus oder der Garage oder sonst irgendwo. Ihr sollt auf jeden Fall tatsächlich eure Gefühle, eure Träume, weil das sind ja die Sterne. Die Sterne ist ja auch für Wunscherfüllung und für Wünsche. Und die Karte für die konkreten Ziele darauf ist, das sieht man, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, eine Nadel gespickt, also das Ziel ist klar und das sollt ihr so auch klipp und klar äußern. Jetzt möchte ich für euch noch eine Karte aus dem kleinen Herzorakel ziehen. Was denn die kleinen Herzkarten zu euch sagen? Schauen wir da noch rein. Oh, das sind drei. Na dann. Für immer, ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Ja, ihr seid ge gesegnet, weil dort oben haben wir ja die Engelskarten schon liegen. Hingabe, lass los und alles wird gut. Und ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Das ist eine wunderschöne Botschaft, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das der Fall ist, denn ohne euch, ihr seid zweimal gefallen in der Mitte, die Belastung, es geht ihm nicht gut. Ohne euch geht es ihm nicht gut und er denkt an euch und die Aussage ist, ich liebe dich. Wenn euch meine Legung gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und wenn ihr noch weitere Legungen von mir sehen möchtet, abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und dann sehen wir uns bald wieder. Und wenn ihr einen Wunsch habt, in Richtung Wunschpartner, was soll ich denn mal fragen? Was würde euch interessieren? Natürlich in der Kollektivenergie ist keine private Legung. Dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare oder schickt mir ein E-Mail, wenn ihr es nicht in die Kommentare schreiben möchtet. Und dann werde ich auf euren Wunsch eingehen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, viel Licht und Liebe. Tschüss.